Also, stellt euch vor, ihr seid in einer Band, ihr habt richtig gut Erfolg, ihr macht richtig Top-Music, ihr habt super viele Alben rausgebracht, bla bla bla, und plötzlich wollt ihr die Band verlassen, denn ihr wollt euch musikalisch weiterentwickeln. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Formats Ein Workshop für Zwischendurch. Ich weiß, es hat lange keine Folge in dieser Form mehr gegeben, aber heute ist es soweit, denn ich habe ein sehr interessantes Thema für euch, über das ich heute mit euch gerne reden möchte. Also, stellt euch vor, ihr seid in einer Band, ihr habt richtig gut Erfolg. Ihr macht richtig Top-Music, ihr habt super viele Alben rausgebracht, bla bla bla, und plötzlich wollt ihr die Band verlassen, denn ihr wollt euch musikalisch weiterentwickeln. Das ist zuerst einmal ein sehr, sehr, sehr guter und interessanter Gedanke, den man dann hat, weil man möchte natürlich weiterkommen im Leben als Musiker, und wenn das halt in der Band so gesehen nicht ermöglicht wird, dann muss man sie halt eben verlassen und dann neue Wege einschlagen. Man muss sich allerdings auch die folgenden Dinge im Klaren sein, über die ich jetzt genauer ins Detail hineingehen möchte. Man muss sich Folgendes klar sein. Erstens, welche Musikrichtung will man einschlagen? Zweitens, fördern einen die Musiker, die man dann hat, wenn man eine neue Band gefunden hat? Dann muss man sich fragen, wie weit kann man als Schlagzeuger gehen, und man muss sich im Klaren sein, dass professionelle Bands nicht ganz in der Nähe sind, und ich würde jetzt genau in diese Sachen mehr ins Detail reingehen. Die erste Frage ist, welche Musikrichtung soll es denn sein? Also, man hat als Schlagzeuger mehrere Optionen, denn es gibt sehr viele Musikrichtungen, die man einschlagen kann, sehr geniale Musikrichtungen, die man bedienen kann, wenn man es denn kann. Und dann kann man sich eine oder mehrere Musikrichtungen aussuchen und dementsprechend auch die Bands dann suchen und dann in die entsprechende Musikrichtung dann reingehen und ja, dann damit hoffentlich Erfolg haben. Aber da gibt es auch ein Problem. Und zwar, es gibt die Sorte der Kollegen im Musikbereich, die sich nur auf eine Musikrichtung fokussiert haben. Das heißt, diese Leute können nur eine Musikrichtung wirklich super gut bedienen und andere Musikrichtungen nicht. Und deswegen kann es sein, dass man eventuell bei Null anfangen muss, wenn man eine Band verlässt, weil diese Musikrichtung, die man dann einschlägt, eventuell von der Band nicht optimal gespielt wird, und das muss man sich auch im Klaren sein, denn wie gesagt, es gibt diese Typen von Musiker, die sich tatsächlich nur auf die eine Musikrichtung spezialisiert haben, und das kann zu den besagten Problemen führen. Die Sache Nummer zwei, über die man sich Gedanken machen muss, ist: Fördern die Bandmitglieder ein. Also es kann natürlich passieren, und dann hat man wirklich Glück, dass die Bandmitglieder einen
fördern, denn das steigert quasi das musikalische Vokabular, das man als Musiker hat. Und das kann wirklich sehr interessant sein, denn die Musiker, die haben immer wieder sehr interessante Ideen, die man in verschiedene Lieder hineinbauen kann und diese umsetzen kann. Und es kann wirklich gut passieren, dass die Bandmitglieder dann einen dementsprechend in diese Richtung dann fördern. Und das ist nämlich auch gut so, denn wie gesagt, man kann sein Vokabular deutlich besser und mehr erweitern, wenn andere Musiker Ideen in das eigene Spiel hineinbringen. Und es gibt Gott sei Dank diese Bands, die dann einen in dieser Form fördern. Und das ist wirklich gut so. Die nächste Sache ist, dass es Musiker gibt, die immer volle Kanne, nur noch richtig Power und Kraft und virtuos und richtig krass mit Spielwitz daherkommen. Und die Frage ist, wollen die Bands das? Die Antwort ist sehr, sehr vielfältig, denn es gibt da verschiedene Abstufungen, was eine Band von einem Musiker eigentlich will. Bist du wie ich Schlagzeuger, dann hast du die Arschkarte gezogen. Es ist so, denn zu 90% bist du nur der komplette Begleiter in der Band. Du hast dafür zu sorgen, dass das Tempo stimmt. Du hast dafür zu sorgen, dass dein Klang stimmt. Du hast dafür zu sorgen, dass der Takt stimmt und Rhythmen, Grooves, Beats und so weiter stimmen, aber nichts mehr und auch nichts weniger. Dann gibt es die Bands, die einem erlauben, aus sich ein bisschen mehr herauszugehen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, ein bisschen mehr Freiheit ins Spielen reinzubringen. Und das ist schon mal nicht schlecht. Dann gibt es die Bands, die wollen, dass du über ein Musikstück solierst. Und das ist auch schon richtig gut. Also das ist dann schon eine sehr gute Stufe. Dann gibt es die Bands, die wollen, dass du ein Schlagzeug-Solo spielst. Man muss halt die Bandmitglieder fragen, was man als Schlagzeuger in der Richtung halt eben machen darf und was nicht. Diese Frage ist sehr, 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 sehr wichtig. Denn wenn du als Musiker in eine Band eintrittst, dann kannst du nicht direkt volle Kanne, super geil, bla 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 spielen, sondern man muss sich danach richten, was die Band eigentlich will. Und das ist natürlich schwer. Es ist sehr, 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 sehr schwer. Und wenn das einem nicht gefällt, dann hat man die Möglichkeit, als Solo-Instrumentalist aufzutreten, aber dann besteht das Problem, dass man eventuell nicht wirklich viel Erfolg damit hat und das ist natürlich dann auch sehr blöd. Also dann besser doch einen oder zwei oder drei Gänge zurückschalten und sich danach richten, was die Band von einem verlangt und was man als Musiker darf und was man als Musiker eben nicht darf. Und das nächste Thema ist sehr interessant, denn es gibt diese guten professionellen Bands, aber
Man muss eventuellerweise dafür einen weiteren Weg hinlegen, denn man muss genau schauen, welche Kompetenzen hat eine Band. Wenn die Kompetenzen mit dem übereinstimmen, was man als Musiker haben will, was man erreichen will, dann ist es natürlich super, denn das große Problem ist, die allermeisten Bands konzentrieren sich darauf, Covermusik zu machen, im Hobbybereich unterwegs zu sein oder als Amateur aufzutreten. Und viele Musiker wollen das, aber wenn man halt eben wirklich gut ist, dann will man natürlich eine Band haben, die das eben nicht tut, sondern die Band sollte schon gewisse hohe Kompetenzen aufweisen. Das heißt zum Beispiel schon bekannter sein, CDs aufgenommen haben und so weiter und so fort. Und wenn man genau das will, dann hat man richtig Glück, weil dann hat man auch wirklich seinen Spaß. Nur man muss halt bedenken, dass diese Bands nicht in der Nähe sind, sondern halt weiter weg. Wenn man sich musikalisch weiterentwickeln will und auch andere Wege einschlagen will, dann ist es interessant, dass der Bereich der Hobbybands, die covern, die Amateure sind, die nur aus Spaß Musik machen, doch sehr weit verstreut ist, dass es sehr viele Bands gibt und dass es eher weniger Bands gibt, die tatsächlich hohe, gute Kompetenzen aufweisen können, also sprich Studioalben, EPs, bla bla bla, dass diese Bands dann schon eher weniger existent sind und dann eher weniger weit verstreut sind. Man muss halt eben nur genau offene Augen haben, um sich da genau zu orientieren, welche Art von Band man genau haben möchte, welche Kompetenzen da auftreten und so weiter und so fort. Ja, das war's mit dem Workshop. Ich hoffe, euch hat dieser Workshop gefallen. Also bitte lasst doch ein Like da, bitte kommentiert, bitte teilt meinen Kanal und wir sehen uns am nächsten Video wieder. Ciao!